Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es die nächsten Highlights, und zwar von der Solo Hype Night, die ich am Freitag gespielt habe. Es lief auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Nicht viel, aber immer ein Stückchen wieder besser. Vor allen Dingen hatte ich im Vergleich zu den Placement-Punkten relativ viele Kills. Das war ganz nice. Ich hoffe, euch gefallen auf jeden Fall die Highlights. Lasst natürlich gerne hier ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich denke mal, ich werde heute etwas länger dort streamen. So ist zumindest der Plan. Ich werde mehr oder minder, wenn dieses Video rauskommt, wahrscheinlich schon streamen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischauen könntet. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit den Highlights. Dass ich gelootet habe. Haben auch leider keine Kills. Die macht da richtig viele Low. Aber die haben trotzdem alle zu viele Leben. Digga, erst one it. Nice. Hast du mal wieder was von Horde M24 gehört? Nö.
No way, Alter. Wenn ich die Wall nicht bekomme. Ist der dumm? Oh lol, lasert. Hä? In Turnieren gibt's kein Jumppad, oder? Nein. Ach, dann ist er von Steamy gekommen. Lol. So weit ist er geflogen. Jawohl. Oh no, es gibt Essen. Okay, wie viele Points habt ihr? Genug. Genug. Ich hab 15 in 2 Runden. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie viele Kills hast du? 6, schau mal. Sag nicht wieder irgendeine Scheiße, ich find's eh heraus. Okay, ich schau wirklich. Wo kann man das überhaupt sehen? Ich glaube, dann kann ich dir wirklich nicht mehr weiterhelfen. Woher soll ich das wissen, wo man das kann? Keine Ahnung, ich glaube 7 Kills oder so. In einer hatte ich 3 und in einer 2 und in einer 4 oder so. Keine Ahnung. Ah ja! Du laberst schon wieder Kacke. Du hast gesagt, du hast 2 Runden gespielt. Ah, Digga! Oh, man lost. Digga, was ist das denn für ein Technik? Das sieht so krass silber aus. Oh, was ein geiler Shot. Am geilsten sind die Leute, die in dein Turtle einfach reinkommen. Mit dieser komischen Treppentaktik, sag ich mal. Das macht ja auch niemand mehr, weil niemand so dumm ist. Dass sie das die ganze Season lang geübt haben. In dem Moment, wenn man dann nach dem übermotivierten, schlechten Gegner auf einen übermotivierten, guten Spieler trifft. Ist er dumm? What the fuck? Mein Gegner war irgendwie ein bisschen Brain AFK. Hat Nades geworfen, die sein gebautes aufgesprengt haben. Nein! Und warum kriege ich ihn dann nicht? 32 HP, meine Gegner sind immer so low, weil ich fight doch immer Was gegen hat er drei gemacht? Gleichzeitig. Hä? Nee, ich check nicht, wo er ist. Aber doch, ich check, wo er ist. Oh, 70er Headshot. Noch ein 70er Headshot. Noch nicht. Noch ein 70er Headshot. No way!